Sag mal, habt ihr denn gar keine Angst, so ganz alleine? Nein. Nee? Nein. Und ihr kennt den Weg? Ihr wisst jetzt, wo ihr hin müsst? Ja, es geht nur da um die Kurve, schon da. Aha. Okay. Frau Berger, das waren Ihre Postboten? Jawohl, das waren unsere Postboten. Das probieren wir schon seit einigen Jahren so. Immer die Kinder, die zur Schule kommen, übernehmen Verantwortungsbereiche fürs Haus. Und das sind in dem Falle die Postboten. Die Kinder gehen von einem Tag zum anderen zur Schule und müssen so viele Wege alleine gehen. Und wenn wir sie hier immer festhalten, dann ist das nicht günstig. Sie tragen die ganze Zeit so ein dickes Buch mit sich rum mit 793 Zetteln drin. Was ist denn das? Eigentlich ist das mein Kalender, aber mein Kalender hat immer viele Zettel, weil ich mir neue Begriffe zur Erweiterung meiner Fachkompetenz aufschreibe. Hier geht es zum Beispiel um eine Wortprägung aus einer DVD, der ungeliebte Mittagsschlaf, und da geht es um das angemessene Regulationsverhalten. Das sind so Dinge, die sind mir wichtig, da sollte man mit dem Team drüber reden. Frau Schwarz, wie wird man denn eigentlich Profi bei Ihnen in der Kita? Ja, bei uns ist jede Kollegin ein Profi für einen Bildungsbereich. Also bei uns, wir haben das Glück, dass immer zwei Kollegen einen Bildungsbereich abdecken können. Das heißt, immer zwei Kollegen gehen speziell da, wo sie diese Verantwortlichkeit in dem Bildungsbereich haben, zur Weiterbildung. Am Ausgang finde ich hier ein Ratgeberhäuschen. Sieht ein bisschen aus wie ein Vogelhäuschen. Was ist denn das? Das ist nicht kein Vogelhäuschen, das ist voll unsere Eltern. Wenn wir Elternversammlungen haben, Elterngespräche haben, weisen wir immer auf dieses Ratgeberhäuschen rein, dass wir ja immer für gute Ratschläge offen sind. Von den Kindern ist Lernsoftware drauf und wir Erzieher haben aber auch jeder ein Tablet, sodass wir für die insgesamt für das Haus Dokumentation erstellen können aus den Bildungsbereichen oder auch Bildungs- und Lerngeschichten. Ist denn das eine tolle, teure Sache? Kann sich das dann so leisten für jede Erzieherin, so ein Tablet und die Software? Ja, dadurch, dass wir eine gute Gemeinde haben oder einen Träger, der uns da ganz doll finanziell unterstützt, ist das eine gute Möglichkeit, um bestimmte Materialien zu kaufen. Die schätzen ihre Arbeit alle, ne? Ja, genau. Es gibt ein Budget und über das Budget verfügen die weitgehend selbstständig und erst, wenn was Besonderes kommt. Unsere Kitas bekommen zur freien Verfügung einen bestimmten Geldbetrag im Jahr, über den sie selber verfügen können. Ja, Budget, ja, da gehen wir gar nicht rein und sagen, ihr müsst aber dafür unbedingt ein PC oder irgendwas kaufen. Das sollen die frei entscheiden. Und dafür sind die auch sehr dankbar. Und ich glaube, der Erfolg unserer Kitas ist in hohem Maße darin begründet, dass diese Eigenverantwortlichkeit so ausgeprägt ist, dass man sich gegenseitig vertrauen kann und nützliche Dinge angeschafft werden. Und finden Sie, dass wir mit Ihnen gut umgegangen sind? Also sehr angenehm. Sehr angenehm. Ich habe es mir eigentlich auch schlaflose Nacht schlimmer vorgestellt, aber Sie sind ja ein ganz tolles Team. Machen Sie weiter, bitte.